dann holen wir uns mal den Loot. Oh, voll die Guillotine. Naja, diese Augäpfel brauchen wir für diese Chalice Dungeons. Die gucken wir uns natürlich auch noch an. Also wir, keine Sorge, auch diese Dungeons werden wir spielen. Oh, da kämpfen Glücklinge. Alter, sowas will ich auch haben. Ich tätowiere dir meinen Namen auf dem Arsch. So, Ruhe im Puff. Von da kam ich, ne? Einmal im Kreis gerät, schon ist der Weg wieder weg. Kuribo ist hier irgendwo. Was? Kuribos Meerschwein. Achso, sind die Kuribos Meerschweinchen? Ich dachte schon, was? Kuribo? Ich hab doch gar nicht Giveaway gesagt. Hm, funktioniert die Leiter? Ne, die ist kaputt. Achso, hier können wir erstmal wieder mit einer Tür quatschen. Naja, erstmal nehmen wir hier Loot mit. Oh, jetzt quatschen wir mit der Tür. Dem Fenster. Ja, schönes Gespräch. Sehr informativ. So viele Informationen auf einmal kann ich nicht verarbeiten. Ich komme später wieder. Ja, wir bräuchten noch mal so ein paar Brocken. Das wäre cool. Milliarden von Brocken. Naja gut, erstmal zu... Da kommt schon wieder so ein Ding. Hallo, Hallöchen. Warum kommt ihr eigentlich jetzt mittlerweile immer aus dem Nichts? Das macht's etwas kompliziert. Ah, da hinten ist auch so ein Jäger mit Hundis. Hundi mit Stöckchen. Hundi mit Stöckchen sieht mich nämlich gleich schon wieder und kommt dann wieder angepäst. Wie ein Bekloppten. Und bald auch Fackelmann auch. Alter, stop it. Unfasslich. Ja, Captain Bumsmichmann, Sichelmann. Und du bist auch der Einzige hier, ja? Okay, gut, dass ich gefragt habe. Hätte ich nicht gefragt. Wo? Warum? Ach, da oben. Verstehe. Dann gehen wir doch vielleicht mal den anderen Weg. Mal schön von der Seite flankieren. Machen wir nämlich erstmal den Fackelmann weg. Da steht Aktionenwechsel am Fenster. Ja, weil irgendwelche Leute genau hier eine Nachricht hingelegt haben. Dann kann ich nämlich Hinweis ansehen. Ja, habe ich gemacht, Kirby. Habe ich... Was? Hier? Hallo, Brunnen. Was? Wo? Nice, ist cool. Ne, warum auch nicht? Dunkel! Boah, ich habe so viel Skill. Allein durch meine Anwesenheit fallen die Mobs jetzt schon tot um. Ich bin so gut. Ja, keine Ahnung. Wir müssen da oben lang. Hier kommen wir nicht weiter. Was denn? Ja, ja, geh weg. Unfasslich.
So. Da haben wir jetzt hier Captain. Ja, hier, ich habe geschossen. Komm bitte zu mir. Hallo. Ja, jetzt vielleicht. Super. Immer Parry Timing. Oh. Und hat die Post versaut. Manometer. So, da oben steht Captain Snipermann. Da ist Weg. Da komme ich zu Captain Snipermann hoch. Vielleicht. Ja, vielleicht. Oder ich gehe ins Inferno. Mal, was sind das da oben? Ah, der Keulenmann. Hallöchen. YOLO! Mäßigungsblut, Edelstein. Ja, gucken wir uns nachher an. Dickes Dingsbumsblut. Warum auch nicht? Nehmen wir mit. Läuft. Hier unten ist sonst nichts. Das heißt, wir können hier wieder hoch. Da ist auch nichts. Und da wären wir genauso hochgekommen. Ja gut, das Level mag ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Endlich mal ein lineares Level, wo ich mein Gehirn ausschalten kann und einfach nur den Weg folge. Finde ich gerade mal als Abwechslung ziemlich... Aha, ja, dich kann ich parieren, glaube ich. Ich soll's nicht sagen. Ja, komm von der Schräge weg, das geht hier auf der Schräge nicht. Was ist denn jetzt los? Wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Oh mein Gott. Yassi, komm gut zu liegen, meine Liebe. Hast ja auch super lange heute durchgehalten. Wie gesagt, morgen 22 Uhr, also Samstag streame ich ja nochmal. Schlaft euch aus. Lange machen wir auch nicht mehr. Nur noch gucken, wo dieses Gebiet hinführt. Zum Loot. Zum Loot. Ja, ich muss immer hier gucken. Das Spiel fasziniert so stark, dass ich in den ersten Streams das Liquid leer gedampft habe und das Ding zum Kokeln gebracht habe, weil man sieht hier so schlecht. Aber bis jetzt ist noch was drin. War ich so begeistert vom Spiel, dass ich nicht gesehen habe, dass das Liquid alle ist. Ist mir vorher noch nie passiert. Ah ja, ich habe dich gesehen, Funkenmann. Ich komme zu dir. Warte, warte noch ein Weilchen. Dann kommt Slessy auch zu dir. Oh. Soundlag. Von einem Gerät verschlossen. Von der Gerät. Was? Slash, wenn sowas passiert, solltest du vielleicht doch duschen gehen. Was genau passiert? Kann man so Verdampfer im Internet bestellen? Ja, klar, Blue Chaos. Alles aus dem Internet bestellt. Muss halt nur 18 sein. Ist halt als Zigarettenersatz. Ich habe 12 Jahre geraucht und bin damit vom Rauchen halt weggekommen und benutze jetzt seit 3 Jahren nur noch elektronische Zigaretten, die weit, weit weniger schädlich sind als richtige Kippen und vor allen Dingen auch billiger. Und einige hier aus der Community haben wegen uns schon mit dem Dampfen halt angefangen und mit dem Rauchen halt aufgehört. Was ich halt sehr, sehr geil finde. Und Töppi ist eingeschlafen. Ja dann. Schön, dass du wieder wach bist. So, dann müssen wir ja hier lang, ne? Ja, ich auch.
Dark Funeral, meinst du jetzt, du dampfst mehr oder du rauchst mehr? Weil dampfen ist ja nicht rauchen. Wenn du jetzt meinst, du benutzt mehr Liquid, das ist normal. Wenn du jetzt natürlich mehr Zigaretten als vorher rauchst, das ist dann nicht normal. Genau wie ich, in 5 Tagen kommt meine E-Bot, sagt Helljudge. Oh, nee, die Geste soll ich lassen. Das, in einem deutschen Stream wird dir sowas direkt ans Bein gebunden, wenn du sowas machst. So ist, glaube ich, besser. Ja, ziemlich geil. Ja, wünsche ich dir viel Spaß. Wenn Fragen sind, einfach hier in den Chat kommen oder auf Facebook fragen, Spike fragen. Dann kriegen wir das Ding auf jeden Fall schon ordentlich zum Dampfen. Wir hatten doch gerade einen Brunnen. Und wir sind jetzt irgendwie nach oben gegangen. Ich habe... Oder ist das da der Brunnen? Da vorne. Und die heißen auch einfach nur Verdampfer. Ja, Verdampfer ist der deutsche Name. Verdampfer, Atomizer, Vaporizer. Gibt es halt mehrere Namen. Und natürlich brauchst du halt einen Akku. Verdampfer ist nur das Ding, was oben drauf ist, was den Dampf produziert. Das muss natürlich halt noch mit Strom betrieben werden. Halt mit dem Akku. Also, ja, deswegen brauchst du halt eben auch noch einen Akku dazu. Sonst dampft es halt nicht. Ich vermute, das ist der Brunnen. Ja, das ist der Brunnen. Das heißt... Okay, wir haben einen Shortcut. Check ich. Wir haben einen Shortcut. Das habe ich verstanden. Ach, hier geht's weiter. Hahaha, trollololololol. Ex... Exa-Torsen. Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausspreche. Exa? Ich danke dir für dein Follow, mein Lieber. Black Fox, viel Spaß, komm gut morgen auch durch, Bloodborne durch, mein Lieber. Ich hoffe, du hast jetzt nicht zu viel Spoileritis. Hallöchen. Ah. Vorsicht vor Fallen. Welche Fallen? Runterfallen? Fallen? Mopedmännern auf dicken... Ja, Alex, haust du rein. Exa-Torsen. Oder Exa-Torsen? Weiß ich nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man es ausspricht. Ich weiß es nicht, sorry. Oh Gott. Aber du siehst ja, wie man hier halt rumhampelt. Ich meine, im Endeffekt, wenn du jetzt den richtigen Weg gehst, schaffst du innerhalb von wahrscheinlich 30 Minuten das, was ich heute in 4 Stunden geschafft habe. Aber ich spiele halt blind. Habe ich ja auch im ersten Stream explizit deswegen dazu geschrieben. Möchte mich auch nicht unbedingt spoilern lassen, außer ich frage, wenn ich halt nicht weiß, wohin und so. Nein! Wieder verschiedene Ebenen. Oh, dass sie das nicht hinkriegen, ey. Uiuiui. So, wir haben einen Shortcut. Die Türen wackeln. Solche Details sieht man verdammt wenig in Spielen. Zu geil. Zu geil. Ja, wobei Spike ist extrem, was der dampft. Ich dampfe ungefähr so zwischen 5 bis 8 oder 9.
9 wirklich nur, wenn ich viel Solo am PC halt mache. Wenn ich halt gerade streame oder so, dampfe ich deutlich weniger. Ja, ich habe das Ding heute einmal nachgefüllt und ist noch fast voll. Und da passen 3,5, glaube ich, rein. Eigentlich nicht lange, Sinjo. Wie gesagt, Leuchtfeuer, Shortcut, Boss, je nachdem, was jetzt zuerst hier eintritt. Tote Pferde, alternativ. Aber die beenden nicht den Stream. Die beenden nicht den Stream. Was? Ah, der Pilates-Mann. Frau. Boah, gib mir die Fackel, Mann. Wenn wir was sehen. Dark Funeral. Alles das, was ich auch streame. Also wir haben Evil Within durchgespielt, wir haben Dragon Age Inquisition durchgespielt, wir sind an Far Cry 3, Far Cry 4. Dann spiele ich privat noch ein bisschen Heroes of the Storm. Ja, das war's eigentlich. Ich spare mir das meiste für den Stream halt auf. Kann man das hier nicht abfackeln? Nee, schade. Ja, und wie gesagt, mit der Eistick bin ich super zufrieden als Akkuträger. Wie gesagt, habe ich ja mittlerweile zweimal. Einmal mit dem Kanga Subtank drauf, einmal mit der Delta 2 halt drauf. Und wie gesagt, alle 3-4 Tage muss ich eins von den Geräten halt mal laden. Sind halt zwei 18650er drin, fest verbaut. Aber wie gesagt, für die 49 Euro kannst du echt nicht viel falsch machen mit den Mopeds. Also echt top, die Dinger. Ja, da ist schon wieder so ein Glühwürmchen. Mit Leuchteraugen. Warum hat er Leuchteraugen? Boah, das ist ja richtig scheiße. Lippe! Danke für den Follow, mein Lieber. Zu so später Stunde. Da haben wir noch so ein Augapfel-Ding für hier Dungeon Chalice-Kram. Das gucken wir uns auch an. Ironix! Fällt mir immer das Lied von Alanis Morissette ein. And Isn't It Ironic? Ziemlich geiles Lied. Alanis Morissette macht sowieso chillige Musik, kann man gut hören. Danke! Herox Legend! Auch dir, mein Lieber. Hier ist schon wieder diese Geste. Danke. Ja, meine Frau hat den Eistick Mini, den 30 Watt. Den benutzt die, reicht ihr völlig, weil die braucht halt keine 50 Watt oder so. Und die Akkuleistung reicht auch bei ihr eine Woche. Was? Wir kommen da raus, ja? Verstehe ich. Wir kommen da raus und haben hier... Was? Achso, hier geht's weiter. Ich dachte gerade schon, was? Sackgasse? Dam, da, dam, ta, dam. Ha! Ja, ja, Knüppelklaus. Wenn ich treffen würde, wäre ich König. Das sieht schon wieder so verflucht nach einer Walle aus. Ach du Kacke. Achso, hier ist Sackgasse. Okay, das macht's einfacher. Über den Wolken. Wir sind wirklich fast über den Wolken, wenn man das so will. Mustigra. Freiheit, ja, Freiheit. Loot? Loot-looten? Loot-looten. Loot gelootet. Dicker Mobsmann. Incoming.
care the mobs, man, outcoming. Jetzt kommen, Brandmarken, Joe. Nein, ich will nicht brennen. Ruhe. Hier brennt niemand. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hingehen. Es ist alles eurer Schuld. Ja, ja. Nehme ich alles auf mich. Läuft, läuft. Passt schon. Kann ich mitleben. Wo ist der Hund hin? Da ist noch so ein Moped. Holen wir erstmal den Loot. Ah, ich brauche Brocken. Ah, Hundi. Oh, das Feuer. Das Feuer hat mehr Schaden gemacht als der Hund, glaube ich. Und der Typ hat den Baum abgefackelt. Der fackelt einfach mal den Baum ab. Tschüss. Töppi. Dankeschön. Ich nehme dieses Kompliment gerne entgegen. Ich glaube, ich habe nicht komplett rumgefailigst und rumgenoobt. Bis jetzt, denke ich mal, kann man sich das ganz gut angucken. Ist nicht unterirdisch. Wie gesagt, nur die Wegfindung. Ich habe halt nur keine Ahnung, wo ich halt hin muss. Aber das ist halt im Blind-Spiel, wo es so viele Wege geht, denke ich mal, verständlich. Aber wie gesagt, danke, Töppi. Wie gesagt, optimiert wird man irgendwann anders halt nochmal spielen können. Aber dazu muss man halt auch erstmal wissen, wo was ist, Gegenstände, Items, was man braucht, um storymäßig vorwärts zu kommen, wo die optionalen Klamotten sind, wo das Pflichtprogramm ist. Das weiß man halt zu Beginn halt alles nicht. Da haben wir schon mal, was weiß ich, zwei von diesen Axt-Mopeds. Die hasse ich wie die Pest. Aber die kann man eventuell hier durch die Tür schießen. Wenn ich die Tür gleich finde. Oh, ich hasse diese Mopeds. Und vor allem halt auch zwei. Pass auf, Plan B. Plan B. Connors, für ein Follow danken, mein Lieber. Wir machen erstmal hier den Shortcut auf, wo immer dieser Shortcut hinführt. Nehme ich dann aber einen Shortcut. Shortcut haben oder nicht haben. Und wir sind... Ja, das heißt, wir haben den Shortcut, wo wir gerade irgendwie komplett über dieses Geding ist. Wir haben das Tor geöffnet. Super. Auf jeden Fall schon mal nur ein Shortcut. Geil. Das macht schon mal Mut. Sei auf der Hut, habe Mut. Ja, ja. Ich komme mit denen... Gegen die komme ich echt nicht gut klar. Ich mag die nicht. Vor allem, weil die halt auch so fast 360 Grad rumschwingen mit ihren Mopeds. Ein PS-Only-Game, was auf einer anderen Plattform portiert wurde. Konsole-Only könnte ich den nennen. PlayStation-Only könnte ich den nicht nennen. Grand Theft Auto wäre eines dieser Beispiele, was jetzt ja demnächst dann von Konsole den Weg wieder auf PC findet. War ja ursprünglich auch nur als Konsolentitel gedacht. Oh Gott. Das meine ich halt. Schaden. So, wir haben... Hunde. Ja, Dark Souls zum Beispiel. War allerdings auch Xbox, war auch Konsole nur. Nicht Sony Exclusive. Alter, wie viele Hunde? Der Weg leuchtet eigentlich nach hier oben.
Gott, oh Gott. Ja, Herr Kaiochi, nein, ich habe betreffend G2A keine Fragen. Danke. Bitte. Auf Wiedersehen. Hallöchen. Oh, da ist... Komm. Ha! Ha! Ich möchte weg. Aber dringendst. Wo kam denn jetzt gerade der Knüppel-Heini her? Und wo ist er hin? Jetzt gleich nimmt er mich von hinten. Nein, ich will es kommen. Da ist eine Kiste! Da ist eine Kiste! Ich habe eine Kiste gefunden. Oh, aber wo ist der Rumpelmann? Der kommt da oben. Machen wir erst Rumpelmann. Machen wir erst Rumpelmann. Ja, komm. Ich krieg das Perry, aber er trifft mich halt. Ich kann es halt nicht ausnutzen. Weil er halt so eine super Bumsreichweite hat. Ha! Ich sag es auch noch. So eine Reichweite hätte ich auch gerne. Guckt euch das an, ey. Und ich halt nicht. So, wo war er stehen geblieben? Kiste. Kisten, Kisten! Mäßigungsblutedelstein. Ist jetzt ja nicht sehr spannend. Na gut, da sieht man sie auch nochmal. Aber gucken wir uns nachher an, ob dieser Stein halt der Stein der Weisen ist. Oder nicht. Oh! Hier bleiben! Hier bleiben! Kaiochi! Hä? Warst du nicht gerade der lustige Dingsbums-Bot? Mann? Ich glaube. Aber wenn nicht, dann natürlich danke für dein Follow. Hä? And now the end is near. We have to face the final boss time. Erinnerst du dich an Kirche? Nee, das ist schon zu lange her, sorry. Alter, wie geil das aussieht. Lecko funny, ey. Was ist das hier? Boss Time in Bloodborne, liebe Freunde. Wir ziehen... Ach du Scheiße, bitte nicht so ein Gerät. Gegen die Hexe von Hemwick in die Schlacht. Was ist das denn? Ach! Was ist das denn? Und wer bist du? Bist du die Hexe? Oder war das wirklich das andere, die Hexe? Ja, du bist nicht die Hexe, du bist nur so ein scheiß Ed.
Wo? Ich hör's. Irgendwo hier ist er dich. Da. LOL! Pinwheel 2.0. Pinwheel 2.0 confirmed. So, wo ist es nun hin? Oh, was ist jetzt los? Ja, jetzt gleich kommt, wird das Ding zum Monster Beast. Ich sehe es kommen. Jetzt habe ich aber keinen Schaden gemacht, oder? Habe ich jetzt gerade Schaden gemacht? Nee, aber es ist. Ach, jetzt haben wir schon zwei von diesen Möpsen. Hinten an der Tür, glaube ich. Na, irgendwo hier. Ah, hier. Ja, aua. GG, wa? Es lebt immer noch. Was? Was? Na gut, Pinwheel anderthalb. Hören wir uns mal lieber voll. Nicht, dass hier gleich noch, was weiß ich, was passiert. Ah, was? Jawohl, hier, Turm von Latrias dann. Natürlich. Wo ist es denn? Ja, komm, geh weg, ey. Lass mich mal in Ruhe. Wenn ich es finden würde. Wo? Ich hab's nicht gesehen. For fucking sake. Er sagt nicht, das könnte hier auch oben stehen. Hier. So, Ding Nummer 1 schon wieder tot. Belebt das jetzt. Ah, hier ist der andere. Hallöchen. Mops. Ich seh nix. Ich seh nix. Es reißt mir den. Alter, das war unfair. Das war fies. Ja, komm, porte dich mal nach Timbuktu. Wo? Was ist das für ein Bosskampf, ey? Ich treff mich. Jetzt sag nicht, ich muss die gleichzeitig killen. Jetzt lebt ein anderer Moped wieder. Ey, sorry, ich kann natürlich jetzt auch nicht in den Chat gucken. Irgendwas checke ich hier in diesem Kampf anscheinend nicht. Hier? Weil irgendwas scheine ich grundlegend falsch zu machen. Beute erlegt. Die Hexe von Hemwick. Pinwheel 2.0. Confirmed. Zwei Bosse im Stream. Confirmed. Und wir sagen, hell yeah, first try. Naja gut, Pinwheel. Das war jetzt, was? Was? Irgendwie höre ich Geräusche. Ich muss noch mal ganz kurz, yay, Pinwheel. Ja, schauen wir uns mal fix um, würde ich sagen. Nein, wir schauen uns erst nicht um. Wir machen erstmal hier ganz kurz Dutz. Denn hier ist Dutzgerät. Dutz. So viel Zeit muss jetzt sein. Aber ja, viel Seelen gab das Ding auch nicht, ne?
Und wir haben nur einen Augapfel bekommen für so ein Ritual-Chalice. Also. Moment, hier kam ich her, ne? Ja, hier kam ich her. Danke, Freunde, danke, Freunde. Aber wie gesagt, der Bosskampf war. Was ich bei From Software nicht verstehe, dass so ein leichter Boss drin ist, habe ich ja gar nichts gegen. Aber wenn man jetzt mal diesen Bosskampf vergleicht mit dem Cleric Beast am Anfang, ja, den ersten Bosskampf eigentlich, da hätte ich eher diesen als ersten genommen. Und das Cleric Beast quasi jetzt, da war das Cleric Beast deutlich schwieriger am Anfang. Und, wirklich jetzt ohne Flachs, also ich würde sagen, das ist so Pinwheel-Niveau. Okay, was jetzt Glück war bei mir, muss ich dazu sagen, dass ich am Anfang direkt, als ich reingelaufen bin, über das Ding hier gestolpert bin. Eventuell hätte ich das auch nicht gecheckt, wenn das Ding da nicht gewesen wäre. Ist natürlich die Frage, ob es gescriptet ist, dass dieses Vieh da immer sitzt und man quasi zwangsläufig beim Umsehen darüber stolpert. Wenn das natürlich an einer komplett anderen Ecke hier hinten sitzt, dann checkst du das nicht. Hier ist aber nichts. Was hat mir das jetzt gebracht? Da drüben ist. Oh, jetzt gucke ich da nochmal und dann gucke ich in den anderen Raum und dann erwarte ich hier epischen Loot. Nee. Nee, da ist nichts. Ah. Genau. Ein Dutzgerät. So sieht's mal aus. Wer ist er? Ist das mein epischer Loot, der mir versprochen wurde? Das ist mein epischer Loot. Ich wette mit euch, das ist mein epischer Loot, der mir versprochen wurde. Wenn nicht, dann raste ich aus. Ja, sonst ist ja hier auch nichts. Runenwerkstattwerkzeug. Das ist die epischste Form von Epic Loot. Das ist... Wir können... Runenwuppen in den Kopf tackern. Oh Gott. Ey, das hat sich sowas von gelohnt. Dass wir nicht nochmal den Trio da Tricky und Track gemacht haben. Sondern, dass wir den hier gemacht haben. Oh mein Gott. Also ist das definitiv meiner Meinung nach der fünfte Boss, den man machen sollte. Weil mit den Runen, glaube ich, wird das alles nochmal viel einfacher. Alter Schwede. Ja. Geronimo Steppenwolf geht zum Dutzgerät und dutzt das Dutzgerät Richtung Heimat an. Jawohl, ja. Runen. 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 Dark Funeral. Erinner dich an Pinwheel. Das war nicht viel anderes, ehrlich gesagt. Plus, was man nicht vergessen darf, dass ich vielleicht slightly für den Boss Overlevel war, weil wir durch ganz viele Gebiete schon durch sind. Wir hatten den Albtraum mit Dunkelbestie Pal. Das haben wir fast komplett durchgespielt bis zum Boss. Nur den Boss nicht gemacht. Wir haben das andere Gebiet Richtung dem sechsten Runenwächter-Ding da gemacht. Das heißt, wir haben bestimmt schon 5 bis 10 Level mehr, als wir vielleicht haben hätten können, wenn wir direkt dorthin gegangen wären. Aber das weiß man ja am Anfang nicht. Und mit weniger Gesundheit, ich habe natürlich jetzt auch viel Gesundheit geskillt, wäre ich vielleicht da auch ein One-Shot gewesen beim Kopf abreißen. Hat 50% gemacht. Was wollte ich tun? Ich wollte da oben hin. Ich wollte hier oben hin. So, kann ich das jetzt hier bitte? Ja? Karyl-Runen lernen, um unheimliche Stärke zu erhalten.
Jawohl. Jawohl. Was ist das denn? Schwurgedächtnis? Ist das Schwur? Schwur ist Eid? Für Eide? Schwurgedächtnis? Würde ich sagen, ne? Covenant, Eid, Schwur. Es kommt alles so über die Übersetzung hin. Ich weiß nicht, wie es im Original heißt. Hui, 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 hui. So. Erhöht die Gesundheitspunkte. Erhöht die Ausdauer. Blutfiolen Maximalwert. Blitzschadensreduktion. Wahnsinn. Resistenz gegen Vergiftung. Mehr Blutechos. Transformationseffekt. Ja, pass auf. Wir nehmen Gesundheitspunkte. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Moment, wir gucken uns mal die Werte vorher an. Wir haben 1100 Gesundheitspunkte und 104 Ausdauer. Schwupp. Ui. Ja, gut. Nimm mal mit. Und in die dritte. Mehr Blutechos von gefallenen Gegnern. Verstärkt vorübergehenden. Träger der Bestienrune haben verbesserte vorübergehende Transformationseffekte. Ja, was heißt das? Da oben ist ein Werwolf. Habt ihr gesehen? Da oben war ein Werwolf als Buff- oder Debuff-Symbol. Moment, ich baue es nochmal ein. Da. Aber wie werde ich zum Werwolf? Wie mache ich das Ding voll? Muss ich jetzt einfach nur Gegner kloppen oder was? Moment mal. Achso, haben wir eigentlich hier noch was, um... wir könnten auch nochmal gucken, ob wir neue coole Runen haben. Hier für unsere Waffen. Sorry, gleich Chat. Erstmal hier, Loot ausrüsten. Blutsteinverstärkung. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal. So, wir haben 7. 5, 4. Langsamer Gifteffekt. Stumpfer Angriff. Arkanangriff. Aha. Würde funktionieren. Dann macht das Ding mehr Schaden. In Arkan. Was? Gesundheit skalieren. Plus 12. NBB. Danke für dein Follow, mein Lieber. Die Runen sind praktisch deine Ringe. Austauschbare Buffs. Und Bartleby. Auch dir danke. Und Transformationsding ist deine Waffenstyle. Und, Alter, was ist denn jetzt los? Nate, auch dir, danke. Und Nubistik, vielen Dank für das Lob, mein Lieber. Wert, ich hoffe, du spielst dann auch Dark Souls 2 und dann auch Bloodborne und hast damit genauso viel Spaß. Wie gesagt, danke auf jeden Fall für die lobenden Worte. Das höre ich natürlich gerne, mein Lieber. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ziemlich viele Klamotten gefunden. Senkt Ausdauerkosten. Physischer Angriff. Ja, ich pack mal da wieder diese 7,3 Max Gesundheit, für 2, ja, die hatten wir drin. Gucken wir nochmal in die... So. Was haben wir hier jetzt? Physischer Angriff, physischer Angriff, physischer Angriff. Ah, nichts Spannendes. Gut. Ja, aber wie ist das gemeint, Dark Funeral, mit den Transformationswaffen-Style? Das verstehe ich nicht. Weil ich kann jetzt ja hier irgendwie transformieren, wie ich lustig bin. Da passiert ja nichts. Ich mach mal eben hier ein Level. Willkommen daheim, gut. Was wünscht ihr? Eikolon, komm gut ins Bett. Wie gesagt, wir machen auch gleich Schluss. Ich will jetzt nur noch einmal skillen. Mich näher. Und, jetzt schließ die Augen. Perfekt. So, Level 48. In your
Face. Und jetzt möchte ich einfach mal ganz kurz irgendwo hin. Ist mir völlig egal, wohin. Einfach hier Zentrum von Janam. Das will ich nicht gespoilert haben. Na gut, wenn Dark Funeral so viel Geschick an den Tag legt, dann hast du wahrscheinlich recht, dann muss ich es ausprobieren. Aber dann danke, dass du es nicht einfach gespoilert hast. Ziemlich geil von dir, danke. Und das meine ich ernst, nicht, das meinte ich jetzt nicht ironisch. Wie gesagt, danke, dass du da halt dann sagst, das ist so ein heftiger Spoiler, sage ich nicht. Das finde ich gut. So ist richtig Dark Funeral, das ist perfekt. So. Weil das ist hier nämlich meine normale Farmroute. Wo ich halt Klamotten farme, wenn ich halt mal farmen muss. Weil das ist recht easy. Die Mobs halten hier nicht viel aus und die droppen ganz gut. Mach sie einfach bumm. Hier kriegst du immer die vier Kugeln, hatte ich ja schon mal gezeigt. Aber hier passiert nichts mit Leisten. Also, nichts, was ich jetzt sehen würde. Ne, ich sehe nichts. Ja gut, müssen wir auf jeden Fall noch rausfinden. Ich glaube auch, dass ich vielleicht zu viel Einsicht mittlerweile habe. Ja, ja, lass mich in Frieden. Und die droppen eigentlich jedes Mal schon mal drei Fiolen. Also schon mal sechs. Na gut, der hat jetzt einen Edelstein gedroppt. Uninteressant. Ja, keine Ahnung. Von daher würde ich fast sagen, da ich im Moment nicht weiß, was mir dieses Transformationsgedöns bringt, fahre ich definitiv besser mit vielleicht mehr Blutechos, um noch halt schneller mal ein Level machen zu können. Na gut, normalerweise pariere ich den. Ja, die machen ja fast gar keinen Schaden mehr. Voll süß. Ja, nochmal zwei. Ja, wenn sie droppen täten. Ja, kann man ja einmal fix noch bis zum Ende machen. Hurra. X-Corsex. Auch dir danke fürs Follow. So. Dann kommen hier nämlich die lustigen Bums, mich Männer. Vorsicht vor Rollekugel. So. Ja, das, was Dark Funeral sagt, das stimmt schon bedingt. Also, wie gesagt, Spoiler können halt viel kaputt machen. Deswegen, wenn halt gespoilert wird, wenn da halt mit Vorsicht gespoilert wird, ist das super. Finde ich gut. So. Tipp auch hier. Hier kurz runtergehen. Was ist denn dieses Jägeramulett-Perle, die man vom Anfang hat? Du, so, ich habe so viele Fragen und so wenig Antworten. Das werden wir alles rausfinden. Wie gesagt, hier habt ihr nämlich auch ein Schweinchen. Und über den Weg kann man halt einfach easy backstabben und die Seelen mitnehmen, gerade auch für den Anfang. Und auch die Fiolen. Weil hier gibt es dann auch immer noch Blutfiolen, die man einfach mitnehmen kann. Und ist relativ gefahrlos, wenn man sich halt anschleicht. Deswegen, die kann man halt auch mitnehmen. Welche Wertung würdest du dem Spiel geben? Du, nur Bistik, das ist super schwierig, wenn ich das Spiel noch nicht durchgespielt habe. Im Moment, würde ich sagen, ist die 90 bis 93 zurecht. Aber das kann ich dir erst sagen, wenn ich durch bin. Halt eben, was noch kommt. Wenn es jetzt abrupt zu Ende wäre, würde ich sagen, okay, ein bisschen kurz.
für ein Souls-Spiel. Vor allem eben auch, wie ein Engel Plus aussieht, was der Wiederspielwert ist, pipapo. Und, also beim Moment ist es halt berechtigt, dieser Hype. Technisch könnte es ein bisschen besser sein. Sprich, 60 FPS könnten sein. Beziehungsweise die Frame-Drops, die wir haben, könnten auch weg sein. Aber da gut. Muss man halt mitleben. Hier, genau die beiden Mopeds können am Anfang auch Scherben droppen. Das heißt, wer die Waffe erstmal auf plus 3 farmen will, hier kann man auch noch Scherben farmen bei den beiden. Und jetzt kommt, Obacht, ich zeige euch was, was mir passiert ist. Diese, weil das ist meine Farmroute. Diese Doppelklinge plus dieses Rabengesicht mit diesem Federgerüstungsding habe ich von hier. Denn hier, ich konnte zu diesem Leuchtfeuer nicht mehr hin teleportieren. Denn hier war genau so ein Dolchtyp. Und der hat gegen einen anderen gekämpft. Und den habe ich nicht tot gekriegt. Und der Typ hat hier den anderen Typ umgehauen. Aber jetzt ist er wohl auch weg. Keine Ahnung. Hier waren auf einmal zwei NPCs, die haben miteinander gekämpft. Der eine hat den anderen umgehauen. Ich konnte dieses Badge looten, dass ich halt diesen Dolch kriege. Und ja, ich konnte halt hier nicht importen. Jetzt kann ich wieder. Das heißt, der Jäger ist wohl weg. Hier waren irgendwie zwei NPCs sich am Battlen. Und das war heute, also sprich nach dem dritten Bosskill, war ich hier am Farmen. Wie gesagt, schaut nach dem dritten Bosskill nach der bluthungrigen Bestie. Schaut hier vorbei. Hier ist ein Event. Und da kriegt ihr dann halt diesen Dolch. Oder könnt ihr kaufen, dieses Badge-Ding. Was? Wie viel EG? Was ist EG? Endgegner? Wir haben jetzt heute den vierten und fünften Boss gemacht. Ja. Und zwei haben wir schon gesehen. Da müssen wir mal gucken, in welcher Reihenfolge wir die angehen. Gut, jetzt sage ich zumindest für die YouTuber an der Stelle, wir können noch eine 2-3 Minuten quatschen. Für die YouTuber, sprich, das offizielle Spielprogramm endet jetzt. Und dementsprechend sage ich da für die YouTuber, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und wie immer, bis dahin.